Was geht ab YouTube? Pascal zu Bodybuilding. Und willkommen im neuen Video und dies wird nichts weiter als ein bisschen so ein Reflexionsvideo, ein bisschen Video, in dem ich ein bisschen laber, dem ihr mir ein bisschen zuhören könnt, wenn ihr dann Bock drauf habt. Und das Thema ist der Powerlifting-Wettkampf, die letzten Wochen, die letzten Tage. Wir sind auf jeden Fall gerade umgezogen, es ist der zweite Weihnachtstag. Ich höre auf dem Ohr nichts. Es ist mega awkward für mich auch ein Video aufzunehmen, weil ich halt auch nicht so, also es ist mega dumpf einfach. Aber egal. Ich vertraue einfach darauf, dass ich reden kann und meine Stimme sich nicht irgendwie komisch anhört. Genau, es ist der zweite Weihnachtstag und wir sind ja noch ganz kurz vor Weihnachten, also direkt nach dem Bamble umgezogen und it was fucking stressful. Ich empfehle es niemandem, kommt nicht auf die Idee zu sagen, hey, Powerlifting-Wettkampf die Woche drauf, mal umziehen. Also ich bin jetzt nicht so im Arsch gewesen vom Bamble. Das ging halt wirklich, aber ein Umzug ist halt einfach richtig heftig und das war echt irgendwie mehr und viel, als wir gedacht haben und es ist einfach fucking anstrengend gewesen. Es ging dann so, dass wir kurz vor Weihnachten, also vor dem 24. oder am 24. haben wir halt noch Schränke aufgebaut. Und dann jetzt die letzten Tage, ihr wisst ja, es dauert. Und ja, ein Haushalt, da kommt auch irgendwie doch ein bisschen was zusammen, wenn man halt zwei Menschen ist und noch ein Kind. Naja, auf jeden Fall haben wir uns räumlich vergrößert und ich bin mega happy, da zu sein und ja, hier jetzt Fuß zu fassen. Ja, mal schauen, wie das so in der nächsten Zeit wird. Ich habe immer noch ein bisschen Struggle mit dem Gym. Zu schauen, wo ich trainieren kann und auch filmen kann und naja, das ist eine ganz andere Sache. Genau, kommen wir zum Powerlifting Meet. Erstmal, ich will ein bisschen weiter vorne anfangen in der Vorbereitung. Intensityville, ihr habt sie verfolgen können, 13 Folgen oder 14, I don't know. Und da habt ihr gesehen, wie das lief. Ich habe relativ früh die Anpassung gemacht, dass der Deadlift zweimal in der Woche halt absolut zu viel für mich war, zu dem Punkt, an dem ich wirklich gefailed habe im Deadlift und dachte halt, fuck, Deadlift wird nichts mehr jetzt in dieser Prep. Ist lustig, weil am Ende, naja. Und gut, das habe ich dann angepasst und dann ging das auch ganz gut. Und ansonsten war die Prep wirklich krass. Der Squat war halt wirklich immer ein bisschen underperformed. Das war auch auf dem Wettkampf. Ist ein bisschen schade, aber komme ich auch gleich nochmal zu. Und beim Bench lief es halt auch sehr gut. Was da jetzt beim Wettkampf ging, kein Plan. Aber wie gesagt, kommen wir auch gleich zu. Und es hat mir noch wirklich Spaß gemacht, so zu trainieren, wie ich trainiert habe. Und wirklich den Fokus auf die schweren Grundübungen zu legen und da halt Progress zu machen, beziehungsweise einfach die Zahlen voll zu machen. Ne? Und es macht wirklich Spaß, ins Gym zu gehen und zu wissen, heute wird geballert. Es war dann ein bisschen schwierig, weil man sich die Tageszeiten abpassen musste, wann man dann wirklich auch leistungsfähig war, weil morgens war ich dann doch nicht in der Lage, halt so viel zu deadliften oder zu squatten. Aber das hat sich ganz gut angepasst. Also so, es hat wirklich Spaß gemacht, erstmal vorab sich darauf vorzubereiten. Ich bin auch noch ein bisschen müde und so durch den Wind. Ich habe nicht so viel Zeit halt immer, um Videos zu machen. Und jetzt ist Christmas, nachher kommt die Family. Deswegen bin ich kurz mal ausgegangen, um das Video zu machen, weil es mir doch ein bisschen am Herzen liegt, wie ich gesagt habe, ich wollte auch unbedingt nochmal drüber reden. Also die Vorbereitung hat Spaß gemacht. Da in dem Sinne war es schon mal eine ziemlich geile Sache und die war eigentlich auch ziemlich erfolgreich, bis auf den Deadlift, aber ich meine, das Endprodukt war gut, also bin ich da auch glücklich. Okay, kommen wir zum Wettkampf. Drei Tage vorher bin ich zu Lars gefahren, wir haben noch ein bisschen gechillt, also Donnerstag und Samstag war der Wettkampf. Ja, so, ich habe nicht so gut gepennt und alles und nicht so gut gegessen, aber ist halt so und es ist jetzt auch nicht so wild. Und dann ging es Samstag zum Wettkampf. Wir waren auf jeden Fall zu früh da, aber das war uns schon klar, dass es organisatorisch nicht genauso hinhaut, wie es hinhauen soll. Ist aber auch ein bisschen so ein Spaß-Event, der Bamble, so, da hängt nichts dran, darum soll es auch gehen. Und das haben wir auch völlig in Kauf genommen, also ist jetzt überhaupt nicht schlimm. Waren, glaube ich, 15 Uhr da, 15.30 Uhr einwiegen mit 97 Kilo, fat as fuck. Ich glaube, ich hatte 95 oder so, bevor ich zu Lars kam, also wir haben nochmal ordentlich reingeballert. Und das hat man auch gesehen. Und ich habe mich selbst gesehen. Dachte mir, fuck, Junge, du bist so fett, das geht nicht mehr. Egal, wir wollten sowieso shredden zur FIBO hin und das können wir jetzt machen. Also, eingewogen und erstmal wieder gechillt. Denn, ja, wir wussten nicht genau, wann wir starten. Wir haben uns nochmal so ein bisschen zwischendurch warm gemacht, um mal zu gucken, so ein bisschen das Gefühl für den Tag zu bekommen. Es fühlte sich eigentlich relativ okay an. Und dann haben wir gesagt bekommen, 20, 21 Uhr geht's los, also in weiteren 5 Stunden. Und die haben wir dann einfach da abgechillt, abgesessen. Aber ich wurde schon ziemlich müde, das sieht man auch im Vlog. Meine Augen sind schon ein bisschen rot, dann laufen, das ist bei mir eigentlich nie der Fall. Und das bedeutet echt schon so, ey, let's get shit done. Aber als es dann losging, wir uns warm gemacht haben, war ich halt completely in the zone und war da, wo ich hingehört. Das Warm-up für den Squat lief auch wirklich gut und der Squat lief auch wirklich gut. Das war so meine erste Berührung mit dem Wettkampf und ich hatte gar keine Ahnung, wie das so läuft. Aber deswegen bin ich da auch so konservativ rangegangen. Das ist dann ein bisschen aufgebrochen, besonders zum Deadlift hin, wo ich mich dann auch hinreißen habe lassen, wirklich mal einen richtigen PR zu versuchen und drauf zu scheißen. Aber eigentlich war mein Ziel halt, alle Lifts zu schaffen. Bis auf den Benchpress hat es ja auch geklappt. Ja, wir waren beim Squat. Ich greife immer zu viel vorweg. Beim Squat war es dann so, ja, ich fühlte mich halt sehr gut und es lief ja auch alles sehr gut. Ein Opener mit 200 war halt wirklich, das war mein letztes Warm-Up-Gewicht gewesen. Das habe ich ohne Gürtel und so in den Warm-Ups auch gebeugt. Also gut, hätte ich höher ansetzen sollen. Aber nice learning fürs nächste Mal. Dann 220 auch kein Problem, 240 auch gar kein Problem. Und
Ja, ich kann mich jetzt schwer selber so einschätzen, aber ich würde schon sagen, ich hätte an dem Tag 250, 260 beugen können, also vielleicht sogar 260. Und das ist natürlich geil, weil es mir so den Ausblick gibt für die Zukunft, für weitere Wettkämpfe mal zu sagen, ey, du kannst auf jeden Fall mit 250 zählen, rechnen oder halt auch sogar mit 260, und das ist halt schon echt Premium. Und wenn ich dann halt noch ein bisschen jetzt in die Vorbereitung gehe, mich ein bisschen spezifischer noch drauf vorbereite, ein bisschen meinen eigenen Körper, ein bisschen so meine eigenen Bedürfnisse mit einberechnen in meine Vorbereitung, vielleicht sogar mehr Squat oder Undersquat oder vielleicht noch ein paar Accessory-Übungen hinzunehmen, dann habe ich da auf jeden Fall, bin ich da echt guter Dinge. Und beim Bench sieht es eigentlich genauso aus. Wir gingen dann in den Bench. Ich war echt noch hyped, aber dann kam wirklich so merklich das Loch, weil ich für den Squat halt am meisten hyped war. Und im Bench war dieses Loch halt wirklich präsent, weil ich mich da auch nicht so wirklich gepusht habe. Und 150 als Opener, kein Thema. 160 als Zweiten, auch kein Thema. Und dann dachte ich so, ey, 170 müssen in the bank sein. Aber ich hatte echt so einen widerlichen Sticking Point. Den hatte ich noch nie. Und ich habe deshalb mal, also da war ja wirklich so kurz vorm Lockout, so ein Trizeps-Ding. Was ich gemacht habe, ist, ich habe zum Beispiel die 170 ja damals schon mal gedrückt. Und da habe ich schon enger gegriffen. Und so konnte ich halt an dem Punkt, an dem ich den Sticking Point hatte, immer viel besser den Trizeps involvieren und den Lockout machen. Und jetzt habe ich ein bisschen weiter gegriffen, was mich ein bisschen schneller von der Brust hat wegkommen lassen oder generell jetzt in der Vorbereitung. Aber halt der Lockout das Problem war, obwohl er auch in der Vorbereitung nie so das Problem war. Also ich habe selber so ein bisschen Schock bekommen, dass es da jetzt nicht weitergeht, und dachte, den grinde ich dann jetzt weg, aber es hat einfach nicht geklappt. Und gut, ist aber auch ein gutes Learning. Ich bin auch mit den 160 absolut zufrieden, auch wenn 170 nicer gewesen wäre. Aber ich denke, man hat gesehen, dass die 170 auf jeden Fall auch drückbar sind, machbar sind und das nächste Mal auch auf die Bank gepackt werden, wenn ich vielleicht ein bisschen mehr Fokus reinhole, mich ein bisschen mehr zusammenreiße, weil ich war auch nicht so wirklich beim Benchen dann noch da. Das war so ein bisschen das Low im Wettkampf für mich persönlich. Aber wie gesagt, die 170, nächstes Mal stehen sie. Ich werde mal schauen, ob ich das mache, dass ich im Wettkampf Bench einfach ein bisschen enger greife, sodass ich halt, weil ich komme auch eng genauso gut von der Brust weg. Ich habe nur ein bisschen weiter gegriffen, einfach, I don't know, ich weiß ja nicht mal selber wirklich warum. Ich dachte, ich involviere ein bisschen mehr Brust und dann kriege ich irgendwie eine geilere Chest. Aber naja, Learning für nächstes Mal, bei einem engeren Griff zu bleiben, indem ich dann stärker bin. Aber mal schauen, das werde ich auch über die nächsten Vorbereitungen ein bisschen so beobachten, gucken, wie sich das entwickelt. Und dann sehe ich ja, ob das nötig ist oder nicht, oder ob das einfach nur eine Kacktagesform war zu dem Moment, weil es auch schon so spät war oder so. Naja, kommen wir zum Deadlift. Und im Deadlift war ich wirklich low in der Vorbereitung. Im Warm-Up-Raum habe ich irgendwie bis zu den 200 gezogen. Und besonders die 200 bewegen sich halt so gefühlt wirklich langsam. Ich habe mir jetzt die Videos angeguckt und die sind halt auch geflogen, aber im Kopf war das so, oh fuck, sind die slow. Also die müssen wirklich schneller sein. Und dann habe ich mit 220 geopend, mit 220 meinen ersten Lift gemacht. Die ging auch echt hoch. Es sieht wirklich auch leicht aus auf Video. Aber die waren schon ein bisschen langsamer, als ich mir es erhofft habe. Dann zu den 240, genau dasselbe. Da habe ich mich vorher natürlich dann versucht, angemessen zu hypen, weil ich wirklich Angst hatte, dass das Gewicht am Boden kleben bleibt. Und dann lass mir den Slap geben, der jetzt zu meinem geplatzten Trommelfell geführt hat, was mich übrigens übelst abfuckt, ist jetzt genau eine Woche her. Ist noch nicht besser geworden oder so. Ich weiß noch nicht, wie das läuft. Vielleicht ist es auch, weil da noch Watte drin steckt und ist ja so geschient worden. Wenn die das rausziehen, vielleicht ist dann besser, keine Ahnung, Tinnitus da, also das Piepen und so. Ich weiß nicht, ich gehe jetzt also noch eine Woche, dann gehe ich wieder zum Doc. Und wird mir das mal durchchecken lassen und da wird dann sagen, was weiterhin ansteht. Zur Not muss es halt dann operiert werden, Ambulanz, aber das ist eigentlich auch ein relativ kleiner Eingriff. Ich gehe auch bald wieder ins Gym, aber da kommen wir später zu. Genau, dann im Deadlift halt für den letzten, alles hat gepiept, ich war total fertig, dachte mir aber egal, wrap this shit up, mach den Wettkampf fertig. War es dann echt eine geile Sache von Levent, den Kollegen von Lars und auch von mir dann natürlich jetzt. Der meinte zu mir, also erstmal, wir fangen mal ein bisschen weiter vorne an. Nach den 270 bin ich zum Wettkampfrichter gegangen, habe gesagt 260, und da meinte der Wettkampfrichter schon, ja, du hast die ganze Zeit hier alles weggesmoked, willst du nicht mal was riskieren oder so? Und ich meinte halt so, ey, das ist mein erster Wettkampf, das ist schon ein PR, keine Ahnung, reicht. Und meinte, und aus dem Publikum hat noch jemand gerufen, mach 270. Ich weiß nicht mehr genau wer, das kann ich, also so viele Leute. Und ich dachte halt so, okay, 270 ist lächerlich, weil 260 ist schon ein Rekord. Ich bleib bei den 260, hatte 260 angerufen, nicht mal 250. Und ging aber nach hinten, da meinte Leon zu mir, Pascal, zieh 270, scheiß drauf. Und ich dachte mir so, niemals, Bruder, das schaffe ich niemals. Ich bin, erstmal, ich höre nichts, dann bin ich irgendwie total fucked up, es ist irgendwie die 24 Uhr nachts. Er meinte halt, ey, du schaffst das, Mann, du schaffst es einfach. Und ich dachte mir, okay, fuck it. Ich bin jetzt hier, ich habe schon ein gutes Total insgesamt, dadurch, dass ich die 240 bewegt habe. Versuch's einfach, scheiß drauf. Und dann bin ich auch wieder zum Kampfrichter gegangen und hab gesagt, erhöh mal auf 270, wir regeln. Und
Ja, ich habe selber nicht geglaubt. Ich dachte mir, okay, Pascal, das schaffst du nicht. Aber hey, vielleicht doch. Vielleicht hast du übermenschliche Kräfte auf einmal. Und Lars hat es auch nicht geglaubt, dass ich es jetzt pack. Aber ich meine, trotzdem supportive geblieben, hat mich trotzdem unterstützt. Und irgendwie zum Teufel gingen diese Scheißdinger hoch. Die fühlten sich so schwer an. Es fühlte sich viel mehr nach einem Grind an, als es aussieht. Also es fühlte sich wirklich so an, als würde sich gar nichts tun eine Zeit lang. Auf Videos ist es ja doch eigentlich ein relativ sauberer Fluss, wo man sagen kann, wow, also der ging halt echt, aber ich bin glücklich, dass ich das Ding auf die Bank bekommen habe. Mega geile Sache. Wie gesagt, mein letzter PR waren 250 Kilo, also sind 20 Kilo PR. Und wenn ich jetzt mal schaue und sage, wenn es in der Vorbereitung vielleicht mal besser laufen würde, weil der Deadlift war halt echt ein, also mein, ich habe ja gesagt, schon mein Ziehkind in der Vorbereitung, weil er so scheiße lief. Und ich dachte mir, fuck, wenn 260, was ich ja wirklich gerne haben wollte, so am Boden kleben bleiben, wie beispielsweise mal die 237,5, die ich in der Vorbereitung mal hin und wieder am Boden kleben lassen habe müssen, weil ich es nicht hochbekommen habe, dann bin ich halt am Arsch, weil dann fehlen mir 30 Kilo auf meinem Total oder so. Jetzt haben wir den Wettkampf ja eigentlich soweit durch. Es war dann am Anschluss nur noch so, wir sind runter und ich habe ein bisschen so an meinem Ohr rumgefummelt und geguckt und dachte mir, probier mal, Druckausgleich gemacht und dann pfiffest du da durch. Ich dachte mir, ey, wenn es beim Druckausgleich da durchpfeift, dann ist da wahrscheinlich ein bisschen was Schwerwiegenderes geschädigt als nur halt, ihr kennt das vielleicht, wenn jemand einen Schlag drauf bekommt, dann piept eine Zeit lang und dann geht es nach 5 Minuten weg. Das war aber nicht so, das habe ich immer noch. Dann haben wir uns entschlossen oder ich meinte dann halt so, nein, wir gehen jetzt ins Krankenhaus und scheiß drauf, so Siegerehrung und so, wir gehen jetzt los. Ein paar Leute meinten noch oder wollten noch gerne vielleicht ein, zwei Picks machen. Bin ich auch wirklich super offen für und so, aber wir sind dann echt schnell abgehauen, weil ich meinte, ey, ich gehe jetzt sofort ins Krankenhaus. Wenn da halt noch irgendwie, vielleicht zählt jede Stunde, ich weiß nicht, was da abgeht und deswegen gehe ich jetzt sofort dahin. Das war auch eine gute Entscheidung, weil ich dann in Frankfurt im Krankenhaus direkt einen kleinen Eingriff bekommen habe, in dem das geschehen wurde und so. Und das war schon wirklich eine gute Entscheidung. Aber wie gesagt, das nächste Mal machen wir gerne Picks und so. Das ist gar kein Thema. Ich glaube, von der Siegerehrung her, von Platzierung her, war es der 6. Platz für mich. Mit dem 670er Total auf 97 Kilo Bodyweight. Ich wollte eigentlich noch mal ein bisschen weiter vorne angreifen. Ich wollte eigentlich gar nicht in die über 90 Klasse, das wisst ihr auch. Ich wollte in die unter 90 Klasse, mit der ich mit dem 670er Total übrigens gewonnen hätte. Aber das hat nicht geklappt, weil alle Plätze voll waren zu dem Punkt, an dem ich mich beworben habe, an dem Punkt. Und an dem ich mich angemeldet habe. Also musste ich in die über 90 Klasse. Im Nachhinein wurden dann ja wieder, ich glaube, 10 oder 15 Plätze geschaffen für die Klasse. Also sie wurde vergrößert. Aber da war ich schon gemeldet in der über 90 Klasse. Und ich wog zu dem Zeitpunkt halt ungefähr wirklich 90, also 89 oder so. Und hab dann gesagt, fuck it, ich fress mich halt fett dann jetzt, dann gönn ich mir, ich hab sowieso Bock mal wieder richtig gut zu essen. Und hab dann halt gegessen, dann war ich schon bei 93, 94, als die Vorbereitung begann. Und dann dachte ich mir halt, okay, fuck it, so, dann brauche ich mich jetzt auch nicht mehr wieder runtermelden, weil dann muss ich das Ganze wieder abnehmen in der Vorbereitung, das wird halt auch nicht einfach. Und so kam es, dass ich überhaupt in der über 90 Klasse war, also das war ja die offene Klasse, also die Big Boys alle am Start und dementsprechend ist die Platzierung halt auch nicht so gut, weil da Leute dabei waren, die irgendwie über 300 gezogen haben und 200 gedrückt haben, kein Thema. Aber das ist halt auch nochmal was ich so für die Planung in Zukunft nehme, dass ich mich halt, ich will jetzt sowieso zur FIBO halt, muss ich runter, ein bisschen shredden, irgendwo bei 80 bis 85 Kilo ist mein Ziel, so dass ich dann halt offen bin für die unter 85 oder ich weiß nicht, ich habe mich noch gar nicht so schlau gemacht, was so die Verbände angeht, aber was ich so höre, ist meistens, dass es immer 83 Kilo sind, dann ist es natürlich ein bisschen kritischer, weil unter 83 ist halt schon, da bin ich dann auch schon solide shredded und ich muss halt echt gucken, so ob ich dann noch diese Leistung abrufen kann, aber in dem Bereich, also das peile ich an, dass ich mich definitiv in der, also unter 90 Kilo festige in der nächsten Zeit, wenn nicht sogar noch leichter und so bei 85 Kilo oder so. Gut, aber wie ihr wisst, war es für ein Bamble für mich jetzt auch absolut nicht wichtig, was für eine Platzierung oder so. Ich wollte einfach nur für mich selber abliefern. Das Wettkampfreglement ist natürlich auch nicht so super streng, sodass halt auch ein paar Sachen jetzt durchgehen, die vielleicht im anderen Verband nicht durchgehen oder so, aber das spielt mir halt ganz gut in die Karten, weil ich dadurch halt mal sozusagen meine erste Erfahrung sammeln konnte, ohne dass es aber auch zu streng war, mal sehen konnte, wo ich so hingehe. Sowas ziehe ich mir jetzt daraus. Ihr wisst ja, ich komme aus dem American Football und auch da war es schon immer so, dass ich immer von mir selbst so gehalten habe, der Playmaker zu sein. Ich wollte mal so, gib mir den Ball in Momenten, die wichtig sind. Und das war ja so die Frage, wie läuft sowas, also wie kann ich sowas übertragen auf einen Powerlifting-Wettkampf, weil vielleicht bin ich dann eher zurückgezogen und das läuft dann alles nicht so. Oder ich bin halt wirklich hyped. Und was sich ja jetzt herausgestellt hat, ist, dass ich halt tatsächlich einfach dann abliefern kann am Wettkampf. Also ich tatsächlich damit rechnen kann,
am Wettkampf mehr abliefern zu können als im Training, also so ein bisschen so ein Performer zu sein, wenn es drauf ankommt. Und wie gesagt, das war ich auch schon im Football immer und das sehe ich mich auch gerne drin, dass man sich wirklich motiviert und dann abliefert, mehr als man normalerweise abliefern kann und nicht so super konservativ rangehen muss, also ich schon wirklich mehr mit Risiken spielen kann und mir auch ein bisschen mehr offen halten kann am Wettkampf. Das ist halt geil, weil dadurch ich natürlich mehr rausholen kann. Gleichzeitig natürlich auch die Verletzungsanfälligkeit steigt, aber no risk, no fun, sagt man ja. Also, wir haben den Wettkampf und wir haben das Performance-Konstrukt, von dem ich nochmal kurz reden wollte, dass man halt an Tag X wirklich focused ist und performen kann. Das ist auch was, wenn man das mal in Richtung Bodybuilding abgrenzen will, was dort halt komplett fehlt, weil im Bodybuilding wird die Leistung erbracht während der Diät und du lieferst sie dann ab am Trainingstag. Am Trainingstag ist natürlich noch wichtig, dass du dein Posing passt und dass du halt auch wirklich trocken bist, dass du gut geladen bist, aber das ist eher strategische Sachen als Sachen, wo man sagen kann, ich kann jetzt abliefern, ich kann jetzt halt wirklich einen Impact gestalten und das kannst du halt im Powerlifting, weil du halt einfach einen krassen Lift bringen kannst in dem Moment und wenn du dich halt gut hypst, gut da bist, weißt, wo du stehst, an nichts anderes denkst, als an diesem Punkt, an dem du gerade bist, dann kannst du dich abliefern und für die Zukunft, für mich ist halt geplant, also ich habe definitiv Blut geleckt, ich habe definitiv Bock, mehr Powerlifting zu machen. Ich habe mich nur noch nicht jetzt so schlau gemacht, was so ansteht im nächsten Jahr, wo man sagen könnte, den Meet und den Meet und den Meet. Das werde ich jetzt aber so in den nächsten Wochen machen. Für den Channel wird das natürlich immer im Zentrum stehen. Ich werde versuchen, so ein bisschen so ein Powerbuilding Ding zu implementieren, was ich ja so oder so schon die ganze Zeit gemacht habe, aber Bodybuilding ist immer noch ein wichtiger Teil für mich. Und das möchte ich einfach das Beste von beiden Welten zusammenbringen, also so irgendwie den Powerlifting-Kram fertig machen und dann noch ein Bodybuilding-Workout in einem Workout zusammenfinden. Da mache ich, also schaue ich gerade ein bisschen, wie das geht. Ich denke mal, ich werde mich auch ein bisschen trennen vom Brazilian Powerbuilding, was mir übrigens sehr gut gefallen hat und wodurch ich jetzt auch sehr stark geworden bin. Also natürlich kann ich jetzt nicht sagen, ob es jetzt daran lag oder woran das Delegation ist. Spielt auch keine Rolle erstmal, aber ich habe den Plan gemacht, ich habe ihn gut verfolgt. Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Brazilian Powerbuilding hat mir fucking verdammt Spaß gemacht. Ja, es ist auch erfolgreich gelaufen. Ich habe PRs in jeder Übung außer im Benchpress raushauen können und da war teilweise sogar noch ein bisschen Luft drin. Brazilian Powerbuilding definitiv eine Empfehlung. Ich werde jetzt mal schauen, dass ich mein Training ein bisschen mehr anpasse, dass es halt mir als Individuum ein bisschen mehr zuträglich ist. Ja, dann ich werde mal schauen, das ein bisschen in diese Richtung zu lenken, sodass halt beispielsweise Deadliften, nur einmal in der Woche Deadliften halt für mich ausreichen soll. Aber probieren, ich werde schauen. Aber zweimal Deadlift zur Woche hat mich schon immer ziemlich kaputt gemacht. Und vielleicht reicht wirklich einmal Deadlift in der Woche, wenn man dann am Ende abliefern kann, so wie es auch jetzt im Peaking-Plan angepasst hat, bis ich nur noch einmal in der Woche Deadlift habe. Aber das sind so Sachen für die nächsten Videos, da muss ich mich noch ein bisschen reinfuchsen, ein bisschen reinfinden. Jetzt, ganz akut steht an, erstmal noch heute schön was zu essen, heute ist der zweite Weihnachtstag. Ich werde ein paar Videos immer so nachschalten hier, vielleicht noch ein paar Q&A-Videos oder so, weil ich halt momentan nicht im Gym bin, also kann ich nicht die Videos bringen, wie ich sie normalerweise bringe. Und dann geht's halt los mit der Reihe Shred for Fibo, keine Ahnung. In der es halt erstmal darum geht, runterzukommen mit dem Körpergewicht von meinen jetzt 96 Fettsack-Kilos. Irgendwo bei 85, 80 mich einzufinden. Irgendwo so in diesem Bereich, wenn ich mich wohlfühle. Ne? Man hat halt auch zum Glück nicht den Druck, da irgendwas abliefern zu müssen. Es geht einfach nur darum, halbwegs in Form zu sein. Und wenn man da irgendwo am Stand rumsteht von Body IP, nicht der Fetteste zu sein, sondern irgendwie halbwegs ein bisschen Shred abliefern zu können. Deswegen auch relativ locker. Ihr kennt das Prozedere, Anfang der Diät aggressiv reinstarten und dann das Defizit wieder verringern, sodass man halt irgendwie noch gut Leistung bringen kann. Gleichzeitig hat man im Gym auch was abliefern und vielleicht auch den einen oder anderen PR zu bringen auf niedrigerem Körperfett. Also das wäre ja wie gesagt so oder so das Ziel, diese 670 oder vielleicht 680, mal schauen, als Total bei niedrigerem Körperfett liefern zu können. Also das wäre so generell das Powerlifting-Ziel für das nächste Jahr, weil man auch sich eingestehen muss, wenn du weniger wiegst, dann ist es auch nicht unbedingt leichter, mehr zu bewegen. Wobei aber man das jetzt auch nicht übertreiben muss. Mit 90 Kilo war ich auch schon ganz gut in the zone und ganz gut dabei und konnte ganz gute Kraftwerte abliefern. Und diese 7 Kilo, die ich mir jetzt während der Vorbereitung angefressen habe, sind auch nur pures Fett. Die haben mir jetzt auch keine Kraft gebracht. Also dementsprechend muss man das auch nicht überinterpretieren. Aber 83 Kilo oder 85 sind schon mal wieder was anderes als 90 Kilo. Und dann steht natürlich ganz wichtig im Fokus, dass man verletzungsfrei bleibt auf diesen, ich sag mal, niedrigen Körperfett. Das ist immer noch ein Körperfett, der nicht shredded to the bone ist, wo man nicht irgendwie abgefuckt ist. Aber ich weiß nicht, ich lasse das vielleicht noch 10, 12% Körperfett sein, 13% Körperfett, irgendwo in dem Bereich, so mal, um das mal zu quantifizieren. Eigentlich ein Körperfett, an dem man sich relativ gut wohlfühlen kann. Körperfett, an dem ich schon relativ gut aufgebaut habe. Weit zurück. 2 Jahre zurück. Da habe ich mal so einen Grund, also als ich angefangen habe mit dem Ganzkörperplan, da hatte ich immer so die 85 Kilo, 84 Kilo.
im Rahmen auf der Ambition-Reihe, könnt ihr gerne mal zurück in euch reinziehen. Das war immer so die Form und da habe ich auch guten Progress gemacht, also bin ich da guter Dinge. Aber erstmal muss ich halt bisschen runterschredden. So, auf jeden Fall eine verdammt geile Erfahrung. Ich bin verdammt glücklich über euch, dass ihr alle dabei wart, euch die Videos reingezogen habt. Die Intensity Wheel-Reihe ist verdammt erfolgreich gewesen. Viele Likes bekommen, viele Daumen nach oben sind Likes. Läuft bei Pascal. Viele Kommentare. Ist tatsächlich so, wenn dir das Ohr hier fehlt, du bist halt echt im Alltag ein bisschen abgefuckt, weil ich sehe schlechter. Ich sehe einfach irgendwie schlechter, weil irgendwie habe ich das Gefühl, man sieht mit den Ohren. Ich kann auch nicht so gut Xbox zocken, Battlefield, weil ich nicht das 3D-Hören einsetzen kann. Weißt du, da kommen dann Schritte hinter dir hier, aber du hörst es nicht und dann wirst du getötet. Ey, ist echt no joke, ist echt nicht cool. Aber es ist, wie es ist. Das ist halt so eine Risk von denen, die ich meinte, wenn man so ein bisschen den Performance-Aspekt nimmt, die halt auftritt, ne, dass man halt dumme Sachen machen kann. Bin aber trotzdem froh, gut durch den Wettkampf gegangen. Mein Oberschenkel, ich habe noch gar nichts dazu gesagt, mein Oberschenkel ist immer noch ein bisschen achy, keine Ahnung wieso, aber keine Probleme am Wettkampftag. Ich habe bewusst drauf geschissen am Wettkampftag und gesagt, ich gehe jetzt dafür und wenn ich da irgendwie mir eine Zerrung hole, dann ist das halt so. Aber das lief wirklich gut und das ist halt auch nochmal so ein Punkt. Es war eine verdammte Kleinigkeit, mein letztes Squat-Workout. Ich habe nicht ganz drauf geachtet und habe mir eine kleine Mini-Zerrung geholt. Das hätte es halt auch schon sein können. Also wäre das früher in der Vorbereitung gewesen, hätte sich die ganze Vorbereitung halt verändert, weil ich hätte nicht so squatten können, wie ich squatten konnte. Und das sind so Kleinigkeiten, auf die man achten muss. Kann verdammt schnell gehen. Pascal Su Bodybuilding, Checking Out, Powerbuilding, Powerlifting Building. Wir sehen uns im nächsten Video. Gebt einen Daumen nach oben, schreibt auch in die Kommentare, was auch immer ihr auf dem Herzen habt. Und ich wünsche euch einen geilen Mittwoch. Peace!